Hallo und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, Wie kann zu ich weiter? Icewind Dale. Ja, in der letzten Aufnahme sind wir in der abgetrennten Hand angekommen, damit auch im dritten Kapitel. Also, wie man sie schön sehen kann. Ja, wichtige Ereignisse sind überall eigentlich dasselbe. Wenn wir so nach erledigten Aufgaben gucken, ist im zweiten nicht viel passiert. Bei unerledigten Aufgaben haben wir hier noch die Mifal-Überlieferung. Ja, da sollten wir für Oryk was in einem verlorenen elfischen Außenposten finden. Etwas über den Mifal. Und wir sind ja in einem elfischen Außenposten, also das ist hier schon richtig. Und ja, ansonsten Herz des Winters ist ja eh die Erweiterung. Was? Ist etwas nicht in Ordnung? Haben wir eigentlich noch Heilzauber? Ja, haben wir. Vita Mortis. Da peppt sie mal ein bisschen auf. Die ihn auch am besten. Hand auflegen haben wir schon verbraucht. Ja. Ja. Was passiert, wenn ich hier drin böse mache? Dann sehen wir immer noch nichts. Wirklich was. Vorwärts. Okay. Machen wir sicher schon Was ist mal los? ein Quicksave. So soll es geschehen. Und dann gucken wir mal, was hier weiter auf uns wartet, wenn wir hier durchgehen können. Ja. Sag, was du vorwärts. Auf in den See! Ich bin in deinem Blut! Warum hast du Bedarf? Kann ich sicher. Wie kann es soll geschehen? Ich wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Euer Ende ist nah! So, das waren ein paar Schattengoblins. Und wenn wir mal hier gucken. Gibt es hier einen Weg hoch, hier einen Weg hoch und hier wahrscheinlich dann einen Weg runter, weil wir kommen von hier aus nirgends dorthin. Ich würde sagen, wir nehmen als erstes die Treppe. Also die ganz normale Treppe. Kann ich helfen? Heilen Sie mal. Vita Mortis. Ein Befehl. So. Auch wenn die Treppe eigentlich so aussieht, als ob sie kaputt wäre. Hi. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Ich höre. Euer Leben ist verwirrt! Okay, was? Die sind schon mal stinkig ja. Auf uns hier drüben. Helft mir doch. Was ist los? In Ordnung. Ja? Okay, das war knapp. Sogar sehr knapp. Sagen, was du von vorwärts. Eindringlinge, ich kaputt, okay. Auf in den Sieg! Wie kann ich helfen, gewiss? Okay, wir flüchten mal lieber. Vorwärts! Werde Zeugen wahrer Macht. Gut, die folgen uns sogar auch noch nach unten. Was Praktisches. So, jetzt erst einmal. Ich werde tun, was ich kann. Tarions Level Up. Dritter und vierter Grad hier ein Zauber. Hatten wir den vierten Grad überhaupt schon?
Werden wir sehen. Jetzt dürfen wir erst einmal einen auf dem zweiten Grad. Da würde sich Spiegelbild halt gut anbieten. Ist halt die bessere Form vom Doppelgänger. Klopfen, um Türen, um Sachen zu öffnen. Katzenanmut. Erhöht Geschicklichkeit. Hält wie lang an? Eine Stunde pro Stufe. Ah. Böses entdecken. Wirkungsbereich, aktuelle Bereich. Ach, deswegen geht das nicht, was in Baldur's Gate immer ging. Aganas Hexerei ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Mit dem Flammenstrahl, aber da haben wir schon einen Säurepfeil eigentlich. Netz wäre auch eine nette Sache eigentlich. So als Crowd Control. Wir haben aber schon die böse Wolke und wir können auch nichts mehr abwählen, leider. Also wir haben stinkende Wolke. Ich hätte Netz nehmen sollen. Ich habe gleich gesehen, dass da Netz ist. Wirkungsbereich ist sogar größer. Hält länger an. Aber nee, was macht Glück nochmal? Glück macht wirklich alles 5% besser. Ach, ehrlich gesagt, ich bin für Spiegelbilder. So, Stufe 3 dürfen wir auch was Neues aussuchen. Wir haben schon Feuerball und Hast. Monster herbeirufen, Stufe 1. Wäre nicht schlecht. Schutz vor Feuer, Kälte und so. Wobei ein Schutz vor normalen Geschossen eigentlich auch gar nicht mal so verkehrt wäre. Ja, komm, nehmen wir Schutz vor magischen Geschossen. Bringt aber nur was gegen normale Geschosse, was eigentlich auch nicht so toll ist. Hellsehen, geringe Zauberabwehr. Flammenfall brauchen wir nicht unbedingt. Blitzstrahl will ich nicht. Der tötet mich nur selber. Magie zerstören wäre eigentlich nicht verkehrt. Na gut, lernen wir mal Magie zerstören. Vor allem, weil wir jetzt schon so weit sind. So, hier haben wir nur den geringen Kettenzauber bis jetzt. Zauberauge, Teleportationsfeld. Steinhaut wäre auch nicht verkehrt.
Immun gegen alle Schläge, Projekte, bla bla bla. Die nächsten ein bis vier Angriffe plus ein Angriff pro zwei Stufen des Anwenders, den das Wesen ausgesetzt ist, prallen ohne Wirkung einfach von diesem ab. Ein mehrmaliges Anwenden des Zaubers hat nicht die Wirkung. Ja, wir nehmen Steinhaut mal. Ist nicht verkehrt. So. Nochmal erfolgreich speichern. Dein Befehl? Eine Schande, dass wir gewalttätig werden müssen. Die Orks hier umhauen. Gut. Vorwärts! Wir haben erfolgreich gespeichert und können wieder nach oben gehen. So, wenn wir uns so umsehen, geht es nur in die Richtung weiter. Ich höre. In Ordnung. Ja, sofort. Was? So soll dieses Mal schicken. Müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ja, gerade die ohne ordentliche Verteidigung, also gerade die im Fernkampf, wird das Hauptziel. Brauchst du mich? Das ist nie so schön. Vita Mortis. Sag, was du von mir sofort. Tränke. Wer braucht noch so Heiltränke? Na, kriegst du erstmal. Achso, das ist das Schwert. Wer auch immer die glorreiche Idee hatte, diese Leisten ausblenden zu können. Vita Mortis. In Ordnung. So. Was ist los? Mit Vergnügen. Schattenverstecken ist gelungen. Ich wollte gerade sagen, das hier ist doch eine Falle, oder? Dein Befehl? Euer Leben ist verloren! Versuchst du sicherheitshalber mal die Steinhaut? Du wirst nämlich hier schon angegriffen. In Ordnung. Alle kämpfen noch? Ja, alle kämpfen noch. Gut. Ja? Auf in den Sieg! Gewiss. Ja, das hat jetzt nicht so viel Damage gemacht, wie erwartet. Ich höre, wenn es dein Wunsch ist. Also ja gut, die Borg, die können nicht so viel. Ah, der ist noch unbeeindruckt. Jetzt rülpst er auch noch rum. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. So. Was? Ich tu's. Schön, dass das im Schattenverstecken hier die ganze Zeit so gut gelingt. Okay, hier geht's in die dritte Ebene. Ich hätte nichts sagen sollen. Hier geht's auch in die dritte Ebene.
Da geht's zur ersten Ebene runter. Also das ist da, wo wir hoch hätten können. Okay. Wie kann ich... Einverstanden. Was ist los? In Ordnung. Dein Befehl, sofort. Also wir ziehen mal ganz vorsichtig unsere Leute. In Ordnung. Nach hier oben. Ja, gewiss. Sag, was du von mir willst. Wie kann ich helfen? Jawohl! Ich höre. Worum handelt es?